Ivan, wie ist denn der Umgang mit den Trainern? Wie hat sich das denn entwickelt? Weil wir ja immer wieder das Wort Fairplay hören. Und ich meine, wie gesagt, wir beobachten sehr viele Spiele, kriegen das mit. Und man weiß ja auch, wer eigentlich immer ein bisschen abgeht an der Außenlinie, wer eher nicht. Du fängst schon an zu grinsen. Gibt es da irgendwie... Nein, also, ich meine, so und so. Ne? Es ist von der Person zu Person abhängig. Ne? Mit dem einen kannst du besser, mit dem einen kannst du schlechter. Es gibt Schiedsrichter, die kommen mit dem und dem super klar. Auf der anderen Seite hast du Schiedsrichter, die können mit dem gar nicht. Auch andersrum, der Trainer kann mit dem sehr gut, der andere Trainer hat gar nicht. Es ist oftmals auch sehr, sehr von der Persönlichkeit abhängig, wie man sich auch menschlich irgendwo versteht. Und, aber ich muss sagen, ich habe jetzt keine Probleme. Also immer versuche auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen. Und wenn es mal lauter wird, dann wird es mal lauter. Dann ist es okay, dann werde ich auch mal lauter. Das kennt man ja auch von mir. Aber immer auf einem sehr respektvollen Niveau. Gibt es denn von der Ansprache her einen Unterschied? Du hast ja Pech gegen Victoria gefunden, wir waren ja auch dabei. Gibt es denn da Unterschiede? Weil da waren ja nun mal so ein paar knifflige Szenen und dann haben sich einige Spieler ja auch ziemlich laut geäußert dazu. Wird denn da mal ein Unterschied gemacht? So, was weiß ich, was ein Landesligaspieler sich rausnehmen darf und dann vielleicht ja. Eben einer... Nein. Also ich mache bei Spielern keinen Unterschied, tatsächlich. Also ich bin mal ein großer Freund davon, so wie es in den Wald reinschaltet, schaltet es auch wieder raus. Ja, also man kann mir sehr vieles an den Kopf hauen. Ich bin da auch selber mal Spieler gewesen und weiß, wie emotional das auch mal werden kann und versuche da auf Augenhöhe mit den Leuten zurechtzufinden. Aber wenn es irgendwann zu viel wird, dann ist aber auch für mich immer mal ein Schlussstrich gezogen und dann sage ich so, jetzt bis hier noch nicht weiter. So, und da hatte ich eine Situation gehabt, wo ein Spieler mir wirklich weismachen wollte, dass jetzt das Foul, was da gerade passiert ist, dass ich das schuld bin. Dann habe ich den nur gefragt, habe ich den jetzt gefoult? Also wenn du dich beschweren möchtest, beschwer dich bei dem Spieler, der gefoult hat und nicht ich. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Aber bei Spielern macht da jetzt keinen großen Unterschied. Also ich versuche da schon immer alle gleich zu behandeln. Klar, im Laufe der Zeit lernt man immer mal Spieler kennen und dann ist man auch dicke mit denen und dann spricht man sich auch per Du an. Dann ist das auch vollkommen okay. Aber die haben aber auch keinen Vorsprung oder keinen Vorzug. Was ich dazu sagen kann, jetzt, ich war Spieler, ist ja lange her. Aber jetzt auch als Trainer, wenn du auch in die Spieler reinhörst, also erstmal finde ich, was der Ivan schon gesagt hat, klar gibt es da ein Problem mit, dass es wenige heutzutage noch irgendwie Schiedsrichter werden wollen. Aber ich glaube, wenn du als Schiedsrichter, klar ist jeder Typ natürlich auch anders, jeder hat einen anderen Charakter, da gibt es Altersunterschiede und alles. Wenn ich jetzt mal an die Bundesliga denke und man hört ja auch viel und liest, wenn man immer auf Augenhöhe ist und den, man hört immer von den Spielern so, er war total arrogant zu mir und sehr kalt und so, ne, so antwortet auch so, dann kommt das bei den Spielern auch nicht gut an. Ne? Ich glaube, so während des Spiels, klar, der Schiri muss definitiv konsequent sein, auch in seinen Entscheidungen und er wird natürlich auch nicht alles richtig machen, obwohl wir an der Seite denken, gibt es auch Entscheidungen, wo du natürlich auch vieles in dem Moment nicht verstehst. Aber ich glaube, bei den Spielern oder auch bei uns Trainern, Kollegen, kommt das schon besser an, wenn man nicht über den Spielern steht. So das Auftreten einfach und so, ja komm, geh weg, was willst du mir erzählen? Weil selbst wenn ein Dennis Aitken, der glaube ich aktuell der beste Bundesliga-Schiedsrichter ist, schafft, mit den Spielern auf Augenhöhe zu sein und einmal mal einen Arm nehmen während des Spiels. Ne? Also muss jetzt nicht jeder sein, ne? Ist ja auch eine Typfrage. Glaube ich, kriegst du die Spieler besser erreicht. Weil in dem Moment, man muss dann nicht immer, klar kommt dann, wenn ich jetzt bei mir in der Mannschaft, gibt es auch ein, zwei Leute, die, ja, die sind ein bisschen schwieriger, was Schiedsrichter-Thema betrifft. Ja, die muss ich auch oft beruhigen. Aber trotzdem finde ich, weil er das ja auch schon gesagt hat, dass er die große Verantwortung hat auf dem Platz, dieses Auftreten auch während des Spiels, dass man ja ein bisschen empathischer ist, einfach nicht in jetzt während des Spiels und dann Smalltalk machen, aber in den Entscheidungen, wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, dass man einmal kurz knapp erklärt. Ne? Und ich glaube, das ist dann, glaube ich, bei den Spielern mehr gewollt, als wenn man die einfach ignoriert. Ne? Und selbst wenn man nach dem Spiel auch das zulässt, dass man einfach, wenn ein Trainer kommt, es auch vielleicht mal auch erklärt, auch wenn man es dann nach Niederlagen eher nicht verstehen wird. Ist es, glaube ich, immer vorteilhafter, wenn man versucht, so gut es geht, auf Augenhöhe zu sein.
man hört ja auch immer, der Schiedsrichter hat selber nie Fußball gespielt. Ja. Also manchmal muss man sagen, wenn man das von draußen beobachtet hat, dass man dann sagen muss, boah, ne, hat ja jemand schon mal gegen Ball gekickt. Bringt es das, wenn man aus dem Fußballbereich kommt? Oder gibt es auch gute Schiedsrichter, die einfach jetzt ja, eben noch keine fußballmögliche Erfahrung haben? Naja, also wir haben schon ein paar sehr gute Schiedsrichter, die nie vorher Fußball gespielt haben. Das haben wir. Aber das merkst du auch bei den ganz Jungen, so mit 14, 15, die selber Fußball spielen, haben einfach einen besseren Fußballsachverstand. Die wissen mehr, was ein Foul ist, was nicht, was kann ich weiterlaufen lassen, was wollen die Spieler selber. Also die Spieler oder die Schiedsrichter, die selber Spieler waren, sind in der Regel auch bessere Schiedsrichter. Aber in der Regel, also nicht jeder. Ja. Im Prinzip ist das am Ende des Tages ein eigener Sport für sich, den man lernen muss. Und den kriegst du nicht bei einem Anwärterlehrgang in zwei Wochenenden beigebracht. Da kriegst du Basics beigebracht und nachher Gottes ist es so, dass du Learning by Doing betreiben musst. Erst wenn du deine ersten 100 Spiele gepfiffen hast, da kann man mal drüber sprechen, dass man ein bisschen den Sport als solchen gelernt hat. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt, also, wollen nicht falsch verstehen, wenn man Kreisliga-Fußball sich anschaut von draußen, wo ein Schiri alleine so ein Spiel leiten muss. Der sieht das aber auch in der Mittellinie alles. Und er wollte, also, das wollte ich gerade sagen. Und dann hast du natürlich auch diesen Anspruch nicht mehr. Da gibt es auch noch Leute, die, ich habe noch im Schrebusch einen Schiedsrichter gesehen, um Gott zu jetzt nicht falsch verstehen, der natürlich schon ein paar Jahre älter ist. Aber natürlich sind wir auch froh, dass wir einen Schiri da haben. Der kommt ja gar nicht hinterher. Ne, dann muss man auch schon als Spieler oder als Trainer auch ein bisschen Feingefühl haben für die Situation. Ne, klar, wird er jetzt nicht nach einem Diagonalball innerhalb von 10, 11 Sekunden drüben sein. Ne, ist auch noch alleine. Da muss man natürlich auch, wie gesagt, gerade finde ich, das ist ganz, ganz extrem. Und da kommen natürlich auch viele besondere Charaktere zusammen auf den Platz. Da muss man wirklich viel Feingefühl. Und ich finde eigentlich, es ist sehr, sehr schade, dass es überhaupt die Regel so ist. Wahrscheinlich auch, weil es viele nicht wollen. Aber gerade in den Kreisligen müssen definitiv Linienrichter da sein, weil für die eigentlich noch schwieriger ist. Ja, aber was wir so haben, ganz ehrlich, aber wenn das junge Leute sind, und das habe ich auch erlebt in der Kreisliga, die fressen die auf. Da hat er schon recht. Nein, ich meine, mir geht es gar nicht um Alter. Es geht einfach grundsätzlich, dass der Linienrichter definitiv dann natürlich auch vielleicht eher erfahrene. Aber wie er gesagt hat, das geht ja von oben nach unten und dann hast du ja irgendwann keine Leute mehr und die überbleiben, wenn überhaupt welche überbleiben, das sind meistens als Jungen. Ein junger Typ, der unerfahren ist, tust du niemals in der Verbandsliga oder Mittelrheinliga. Sondern dasselbe ist dann, ich glaube auch bei ihm oder bei vielen, ich glaube, die sind natürlich sehr erfahren und die können dieses Zwischenmenschen, denjenigen, wie du gesagt hast, in den Arm nehmen. Das kriegst du nur einfach, glaube ich, viel über die Erfahrung, über ein Alter, ne, und das, was du einfach erlebst. Das ist bei einigen, es gibt aber auch andere, und das muss man auch an der Stelle sagen, da bin ich als Trainer, bin ich ganz ehrlich, ich nehme sondern die Spieler schon teilweise Schutz, da kann ich den Schiri schon teilweise auffressen, wenn die so arrogant sind. Aber die, mit denen redest du vorm Spiel und da weißt du schon, da werden gleich drei rote Karten fließen. Nicht nur für meine Mannschaft, sondern auch für die anderen, weil er sich das so sehr verbockt, mit den, egal mit welchen Spielern, weil der ist ja nicht nur drüber, der ist ja total schön. So, aber klar, man hat keine Schiedsrichter, man ist halt froh, dass überhaupt einer angesetzt wird. Aber das ist schon, glaube ich, schon ein bisschen erfahren und die kriegen das dann hin. Die wissen genau, wie zu reden. Du weißt auch, glaube ich, als Spieler mittlerweile, vielleicht auch durch uns Trainer, also bei mir war es so, dass ich das schon automatisch sage, den kannst du vergiss es, weil der redet gar nicht mit dir, der gibt dir direkt eine gelbe oder eine rote. Ja, leider. So, und leider, ja, aber ich glaube halt einfach, dass diejenigen, die so erfahren sind, die geben den Ton schon so an, dass du eigentlich, wenn du ein bisschen schlau bist als Spieler, eigentlich weißt, halt einfach den Mund hier, weil sonst bin ich jetzt hier drunter. Ja, mit Sorry. Ja. Heiko hat ja eben Generation angesprochen. Ich denke, das ist eh so ein gesellschaftliches Problem. Ich mache das auch gar nicht an den Schiedsrichtern fest, weil warum reagiert schon so ein Schiedsrichter so? Das hat eine gewisse Vorgeschichte. Auch mittlerweile diskutierst du ja jede Schiedsrichterentscheidung. Also ja, ich denke mal, alle 20 Spieler, die auf der Ersatzbank sitzen, die Trainer, die hinterfragen ja alles. Das ist ja genauso wie bei den Spielern. Du erklärst eine Übung, die sagen ja auch, warum gehst du nicht rechts rum, warum gehst du links rum? Also wenn es ja bei uns als Trainern, wenn wir das ja schon mit den Spielern so haben, so soll es ja mit den Schiedsrichtern anders sein. Wenn jetzt ein Schiedsrichter eine Ansetzung hat und sieht, oh Scheiße, der Trainer ist der Wolle-Rieger, der ist bekloppt, der geht ja auch schon ganz anders in das Spiel rein, dass er dann auch nicht jedes oder Diskussion mit dir führen will. Also ich möchte heutzutage kein Schiedsrichter sein, ich ziehe den Hut dafür. Ja, deshalb, ich habe mich ja abgewöhnt,
überhaupt mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Weil nur mit dem Ivan, oder? Nur mit dem Ivan. Der nimmt mal die Entscheidung zurück. Ja, Spaß beiseite, aber das ist ja generell so. Warum soll es bei den Schiedsrichtern, bei den Jungen besser sein, die bei uns spielen? Ich finde einfach ein ganz wichtiger Punkt ist einfach Respekt. Ne? Für Respekt, denn wir betreiben alle denselben Sport. Ja? Wie gesagt, wir haben eine Funktion als Trainer. Dann hast du halt unsere Jungs, die auf dem Platz irgendwo rumrennen oder Mädels. Ja? Und dann hast du die Jungs, die auf dem Platz oder an den Seitenlinien dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Und es ist jetzt ja nicht, ich will es gar nicht sagen, dass das ein neues Problem ist. Es war eigentlich immer schon so. Ne? Es hat immer irgendwo auf den Plätzen, gerade in den unteren Klassen, da hat es immer gebrannt, da hat es immer geknallt. Aber immer mehr. Eine Atmosphäre, wo du wo schon gesagt hast, da Schiedsrichter zu sein, lieber nicht. Ne? Weil der Umgangston ist rau, der Respekt, ne? der ist zunehmend irgendwo abhanden gekommen. Und was gerade gesagt wurde, vielleicht gesellschaftliches Problem, ne? wie man miteinander umgeht. Sag mal, wie, ja, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber wie draußen auf der Straße miteinander umgegangen wird, ja, spiegelt sich irgendwann auf den Fußballplätzen wieder. Ja. Eine vernünftige Ansprache. Ich meine, alle, die wir hier sitzen, wir wollen ja auch vernünftig angesprochen werden von unseren Spielern. Wir wollen vernünftig angesprochen werden vom Schiedsrichter, von den Innenrichtern, von unserem Trainerkollegen, der neben uns steht. Ja. Und ich denke, da sind wir. Da ist jeder, der involviert ist, ja, in dieser Geschichte Fußball, ist da brutal in der Verantwortung, dass. Ja, dass man das wieder auf vernünftige Beine gestellt bekommt, dass auch ein Junger, ja, ein Schiedsrichter, sich gerne irgendwo an die Seitenlinie stellt, wo ein Volleriga-Trainer ist, ja, oder, ja, oder wer auch immer. Ja, aber gerade die Jungen, das haben wir, der hat es ja gesagt, die werden da aufgefressen, ne, ist logisch. Die stehen aber dann auch schon mit dem 180er Puls, weil die wissen von hinten, die Kommentare, die von hinten kommen, brutal. Ja, brutal. Ich habe manchmal gedacht, boah, wenn da mein Kind wäre, wenn mein Sohn ist, ja, der da steht. Ja, und der wird so attackiert, verbal attackiert. Das ist schon hart und das nehmen wir natürlich mit. Ja, das nehmen wir mit. Und dann, wie hat es gerade gesagt, von euch beiden, überhaupt Schiedsrichter zu sein, Respekt davor. Ja, habe ich auch den größten Respekt. Gerade wenn du solche Erlebnisse hast, das war ja das Training, wir schon selber auf dem Platz alle mal. Wir können damit, glaube ich, eher umgehen, wie die Jungs, die da draußen irgendwo schon. Deswegen, aber ich finde, Respekt ist von allen Seiten.